Alles grau in grau. Gerade hat es geregnet, jetzt hat es zwar wieder getrocknet, aber oh, es hat irgendwie 3 Grad. Ich mag nicht. Dieser blöde Winter. Es ist nun einmal Winter und es geht mir jetzt schon auf den Keks. Wie kann man einen Motorradfahrer bei so einem Wetter wieder aufrichten? Es geht eigentlich gar nicht. Vor allem, wenn es November ist, 6. November. Das ist alles nur so lang hin, das ist alles nur so. Ich will, dass Mai ist und dass ich wieder gute Laune habe und fahren kann. Ich kann es nicht, weil ich A, mein Motorrad verkauft habe und B, mein neues kommt. Ja, und schon geht die Sonne wieder auf. Und ihr seid dabei, ob es wollt oder nicht. Jetzt ist er gerade hergefahren. Ich zeige euch bloß mal die Firma. Ist die Firma Limbecher. Ducati, Kawasaki, Honda, Yamaha, Moto Guzzi und Husqvarna. Harley ist nicht dabei. Aber ich habe meine Harley verkauft und wollte mal was anderes. Und zeige euch jetzt mal schon mal im LKW drin, auch wenn es dunkel wird. Aber es wird dann schon wieder heller. Moment. Jetzt zeige ich euch einmal das Moped. Ah, eine Konsole ist es nicht, sondern eine MT-01. Und warum eine MT-01? Das sage ich euch gleich. Ausgeladen, das war's. Er gibt jetzt den nächsten Kurs ein, der fährt auch einen ganzen Tag rum und holt Motorräder und bringt Motorräder. Philipp, ganz ein netter Kerl, falls du das siehst, danke fürs Bringen. Ja, das ist das erste Mal, dass ich ein Motorrad so gekauft habe. Ich habe es nicht live gesehen, ich habe es mir im Internet angeschaut, ich habe es mir ja, erklären lassen, ich habe mir Detailfotos schicken lassen, weil es ein Gebrauchter ist und schon ein paar Sachen hat, mit der ich aber leben kann. Preistechnisch war es hervorragend und dementsprechend bin ich ganz zufrieden. Die bringen das Teil, du kannst es da anschauen, wenn es nicht passt, lad es wieder ein. Die Papiere habe ich vorab schon gekriegt. Ich habe 14 Tage Rücktrittsrecht im Endeffekt, weil ich es übers Telefon oder übers Netz gekauft habe. Gut ist, dass diese 14 Tage jetzt nicht sind nach Auslieferung, sondern nach Anmeldung. Das heißt, wenn ich das Ding jetzt im März, April nächstes Jahr anmelde, dann ist es so, dass dann die 14 Tage sind. Und wenn ich damit irgendwas nicht zufrieden bin oder es ist irgendwas am Motorrad, kann ich das bis 300 Kilometer nach 2 Wochen wieder zurückgeben. Und das ist mal eine Serviceleistung der Firma Limbecher, die ich so nicht kenne. Ich habe mich damals mit der Verkäuferin unterhalten, die Romy, und die hat dann gesagt, die müssen sich was einfallen lassen, weil der Markt einfach mittlerweile so hart umkämpft ist, dass die langsam aber sicher eben auch solche Wege gehen müssen, um die Leute damit irgendwie zufriedenzustellen und auch Motorräder verkaufen, weil die haben immer so um die 2000 Bikes, momentan sind es ein wenig weniger, sind es glaube ich 1800 Motorräder immer auf Lager, die müssen was machen, weil sonst kommen die zu nichts, haben sie gesagt. Und jetzt zeige ich euch trotzdem mal mein neues Moped. MT-01, ein 2005er Baujahr, also eins von der ersten Charge. Man sieht es hier, was Doppelscheiben mit jeweils 2 Bremssättel oder beziehungsweise Bremskolben hat, die ab 2007 haben 3, also insgesamt 6. Ich habe hier ein kleines Ding, damit kann ich aber leben. Das,
das ist mit Silikon gemacht, aber das juckt mich jetzt nicht. Und hier ist sie mal umgefallen und das ist ein Kunststoffring und den werde ich auswechseln. Das gefällt mir jetzt nicht so, aber das hat sie auch gesagt, dass das eben so ist. Und TÜV neu, Service neu gemacht. Natürlich hat sie ein paar, ja, jetzt hier zum Beispiel so Kleinigkeiten, aber das Ding ist nicht neu, das ist ein 2005er Baujahr, ich kann damit leben. Das ist alles Metall. V2, 1700 Kubik, 90 PS, 150 Newtonmeter. Und nein, man sieht ja schon, es ist keine E, obwohl ich ja eigentlich schon ein E-Fahrer bin, aber beim Motorrad bin ich einfach nur nicht so weit und will ich aber auch noch nicht. Da werden jetzt nächstes Jahr, glaube ich, schon ein paar Videos kommen. Gute Fahrt. Mach's gut. Danke fürs Bringen. Hey, du hast was vergessen. Nein, natürlich nicht. Die behalte ich. Ja, komplett was anderes, als ich vorher gefahren bin. Da kommt dann noch ein Detailvideo drüber. Warum Harley weg? Warum Yamaha her? Aber das ist mal so ein richtig schönes Wintervideo, wo ich dann so mit Lebkuchen am Kamin sitze, mit einer Pfeife und Pantoffel. Und dann nochmal so meine Gedanken ein bisschen schweifen lasse, warum so ein Motorrad und warum gerade jetzt. Ja, das war's schon wieder. Ich freue mich sehr, ich bin schon sehr gespannt und werde euch berichten. Servus, sagt Locker, euer MT1-Focker, MT01-Focker.